Hola, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben heute Besuch. Ja. Und ich freue mich total. Die Mel ist da. Super schön. Also wir haben heute tatkräftige Unterstützung. Ja, ich meine, sonst sind wir auch gut. Ja, Aber ich sehe, ihr seid immer toll. Aber dabei sein ist klasse. okay, wir fangen mal an mit unserem Basispapier und diesmal in Blush. Wieder 7 neue Motive, beziehungsweise die Motive müsstet ihr ja schon langsam kennen, Ein bisschen aber die vielleicht. Farbe ist halt neu und die gehen heute in den Shop rein. Wollen wir sie nochmal anschauen? Das musst du Ab, entscheiden. ich glaube, Ich glaube eher weniger. ich Eigentlich glaube, die Leute, die Videos irgendwie verfolgen, wissen ja schon, ne? so ein bisschen. Kannst ja vielleicht noch mal Im umdrehen. Schnelldurchlauf. Im Schnelldurchlauf, So einfach so okay. zack, zack und dann. Apfelkerne, Schrift, weiße Punkte, also weiße mit rosa Punkten, Streifen. Mein Lieblingskarier, muss ich mal hier sagen, Sterne, Punkt, Streifen. auch mein Liebling. Den finde ich auch toll, aber ich sag's ja jedes Mal wieder, ne? Ja, das stimmt. Wie viele Farben kommen denn noch? Die Wir reden Sterne, nicht drüber. weil es viele werden. Ja, ja, ja. Okay, aber das war das Basispapier. Sollen wir das mal eben mit den Punkten hinlegen, weil Jule, Aber dann müsstest du es am Streifen. Schatzi, wir mach machen einfach. so, Wir ne? machen einfach Wir so. machen mit dem Stempel-Set von Steffi Design, Stilfein Design. Oh mein Gott, können wir das rausschneiden? Weiß ich nicht, musst du Marion fragen. Zu Hause ist es am schönsten. Es ist traumhaft schön. Ich mag Lieblingsplatz. Hat jeder einen Lieblingsplatz zu Hause, oder? Ich Ich überlege habe gerade. mehrere. Du hast mehrere? Ja. Ich weiß Es nicht. ist auch situationsabhängig. Das Also. Sofa ist mein Nee, Lieblingsplatz. aber siehst du, wenn ich alleine mit meinem Mann bin, dann ist das Sofa unser Lieblingsplatz. Einfach halt da. Wir trinken total gerne dann abends Tee und ja, gucken uns unsere Sendung halt, also die Serie halt an. Wenn ich aber am Sonntag mit meinen Kindern zusammen bin und ihm, dann ist der Lieblingsplatz mein Esstisch, weil wir immer spielen. Wenn Cool. ich aber Auszeit für mich alleine habe, ist mein Lieblingsplatz oben der Bastetisch. Also es ist Stimmt, der Bastentisch. Ja. situationsabhängig. Es Stimmt. gibt aber auch diese Momente, wo ich einfach gerne draußen auf der Terrasse einfacher bin oder im Garten. Also ich glaube, es gibt viele Lieblingsplätze. Lieblingsplätze. Ganze Zuhause ist der Lieblingsplatz. Ja, Ja. das Gesamt. Ich bin Also, super gern zu Home. Hause. Also Home, dann Home fühlt man ist sich halt unser. am schönsten. Das Home? Ja, Ja, ja das ist schon. toll. Warte mal, und Julia hat, ich muss mir auch mit Namen, weißt du, hat da so ein wunderschönes Haus mitgemacht. Das sind ja die Häuser von Flebbe Art. Wolltest du jetzt die Aufleger nur haben? Genau, da gibt es ja Ja. die Häuser und auch diese Aufleger. Und da passt das dann eben einfach wunderschön rauf. Und ich wusste nicht, dass man aus den Häusern so tolle Sachen machen kann. Ina. Ich habe die, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Hast du nicht? Ich habe die auch Nee. nicht, aber es ist ein Fehler, Ina. Ja, Ja, also oder? Dann weiß das ich waren ja. sofort. Die kamen ins Lager und sagten, war hier bei Jessica. Wirklich Die haben schön. schon geschrieben, wo ist Jessica? Wir wollen zu Das Jessica. passiert bei vielen Sachen. Ja, Ja. und aber jetzt sage ich euch, was ich habe. Also, das ist der Home, den wir zu Hause. Und dann haben wir ja diese tollen Auflegerstanzen. Die habe ich. Na, du hast die, aber du hast nicht die Häuser. Ja, ich habe da Anhänger von gemacht. Okay. Und da gibt es nämlich jetzt noch hier mehr Blick. Das heißt, die passen da immer rauf und das passt da immer rein. Oder man macht es so. Ist doch eine süße Idee, Ich finde oder? das Loch geil. Das Ist Loch ist total cool, ne? schön. Ist wirklich schön. Und guck mal, du sagtest ja vorhin mit dem Stempeln, aber das siehst du jetzt ganz, ganz Nee, ich gut. mag, ich, also das finde ich noch okay, aber das andere, was gleich Ach kommt, so, das wäre was noch mir, dann gleich die kommt. anderen beiden wären mir zu schwierig, also zu schwer, Also hätte ich ich glaube, jetzt wir keinen beide Bock. gehen gleich, Mel, wir gehen gleich die Häuser holen, ne? Die brauchen wir dringend. Ich Ja. brauche auch noch die Aufleger. Ach, guck mal, da bin ich ja. Also, Ja, was ist denn los Entschuldigung. mit euch hier? Dann haben wir das Moin. Das meinst du, Das ne? meine ich ja. Aber hier die Sprüche und die Schriften und so finde ich total schön. Sind die auch? Also das finde ich geil. Ich finde auch das. Ich finde auch die geil. Ja, guck mal, Ich finde und das da. total schön. Und da ist es auch gar nicht so.
plakativ, wenn nee, guck mal, da sieht das in der Farbe steht. Ja, aber das wäre mir nicht, also da bin ich zu pingelig für, weißt du, das wäre. Das weißt du ein bisschen. Na ja, auch, aber das ist mir nicht deckend genug. Was? Aber das ist ja gerade schön. Ja. Aber das mag ich nicht. Ja, dann bist du wirklich pingelig. Ja, habe ich doch gesagt, ich habe eine Macke, aber das weiß ich auch. Aber hier, guck mal. Die Gummistiefel vom letzten Mal. Ja, die sind ja für so ein Muss. Jetzt sag nicht, du hast die nicht. Nee, habe ich auch noch nicht. Oh, Ina. Ich Liste machen? Ja. Wo ist deine rechte und deine linke Seite? Ich hab gerade so eine Kiste gestern gemacht. Die musst du noch abscannen. Da muss ich erst mal gucken, abscannen. Wie viel das schon ist. Oh. Naja, die Gummistiefel, die passen doch wohl noch. Nein, die sind echt geil. Ja. Die sind richtig geil. Ich finde, die passen auch super zu der Pfützenhüpferin Stempelset. Ist das jetzt nur so zum Hinstellen oder kann man das auch aufmachen? Das kannst du auch aufmachen, aber sie hat das wahrscheinlich zugeklebt. Sie hat das zugeklebt, Für das Paket, was sie uns dann schickt. Sonst geht das bestimmt kaputt. Ja, ja. Aber es ist ja echt eine tolle Verpackung und auch mit dem Paket. Naja, es ist auch eine geile Deko, wenn du sie irgendwo dir hinstellst. Machst du ein bisschen maritim, kannst du sogar im Badezimmer hinstellen oder hier auch deine Fensterbank oder so in der Küche. Ja. Oder im Eingangsbereich auf der Garderoben-Ding. Kannst du auch machen. Bei mir im Eingang stehen nur Schuhe. Ich habe schon ein Schuhregal und wir sind nur zu zweit mittlerweile, ja? Ja. Und trotzdem kriegt mein kleiner Sohn es nicht gebacken, diese Schuhe in die Hand zu nehmen und ins Regal zu schieben. Nein, das ist ja sehr unpraktisch. Was ist denn darin unpraktisch? Das sieht man ja auch bald wieder an. Also der Schlimmste ist bei uns Alex. Ehrlich? Ja. Ja. Du gehst aber uns in die Haustür rein und dahinter der Haustür ist dann da das Schuhregal und er stellt die immer rechts neben der Treppe. Immer. Okay, ich kann nicht jedes Mal. Ja, ich sag schon gar nichts mehr. Ja. Wie sind wir jetzt auf Schuhregal gekommen? Ach so, weil ich keinen Platz für Deko habe. Ja. Ja. Aber wenn du die Häuser hast, hast du vielleicht einen Platz für Deko. Vielleicht. Und dann haben wir noch Strand voller Glück. Das ist richtig süß, weil ich dieses gestreifte Häuschen total schön finde und ich finde auch diese Stempel richtig, richtig schön. Und da hat sie nämlich eine Karte gemacht. Die finde ich richtig toll. Ich liebe das. Ich finde die Möwen geil. Wo kommen die eigentlich her? Aus dem Stempelset 304. Kannst du dir das bis drüben zum Shop merken? Nee, wir fragen die Jessica mit. Kannst du den Lagerplatz noch sagen? Nee, hier weiß ich das nicht. Aber drüben, aber ich weiß gar nicht, ob wir das noch machen. Die sind älter schon. Das ist älter, ja. Ja, erkenne ich jetzt hier an der Möwe mit dem... Fröhlicher Sommer oder sowas. Oder Küsten. Irgendwas war. Das war einer der ersten Stempelsets, die ich mir bei Kreativ für Po gekauft habe. Und dann ist es ja schon richtig alt. Hä, das ist 4 Jahre alt, hallo? Ja, das ist hier richtig alt. Ja, aber es ist auch schon von 3 Wochen alt. Kannst du auch schon sagen. Und dann hat sie noch mal ein paar, hier mit dem Haus, ein paar Anhänger gemacht. Guck, und dafür hatte ich das nämlich auch. Weil ich das total süß finde. Ja, das macht auch Sinn. Und da brauchte ich das Haus dann nicht, bis ich es jetzt hier gesehen habe. Viel Glück in den neuen 4 Wänden. Neues Zuhause, neues Glück. Ja, man nimmt also es sind schon sehr schöne Stempelsets. Du kannst da echt sehr viel draus machen. Ja, ja, und gerade mit der Kombi. Toll. Ja, genau, auch mit der Kombi hier Haus und Hintergrundstanze und so, also Auflegestanze. Tja, Ina, du sitzt da auch wie ein Traurig, das ist scheiße. Ich hab alles verpasst hier. Also, wenn ich hier rüberkomme aus dem Laden, ja, ich bin ja nicht mehr so oft hier, außer wenn wir das Video drehen oder eben morgens nochmal schnell Hallo oder sagen. Oder du kaufst für den Laden ein. Genau, und dann laufe ich durch die Regale und denke immer, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Das haben wir nicht, das haben wir nicht. Du kannst ja bestätigen, ich habe jetzt heute Morgen, glaube ich, schon 4 Kisten eingekauft. Ja, ich warte auch noch immer auf dich. Und ich bin noch nicht fertig. Ich meine, das natürlich, macht natürlich Spaß, ne? Weil ich das für den Laden kaufe und nicht bezahlen muss. Ja, du musst nicht bezahlen. Nee, ich sehe auch immer nur die Summen, die ich abziehe. So kaufe ich am liebsten. Das ist geil. So würde ich auch gerne einkaufen. Ja, ich auch. Okay. So, also das Geld anderer ausgeben oder Gutscheine? Toll. Gutscheine finde ich auch immer toll. Ja, aber die sind immer so schnell weg. Meistens kommt man immer, oder meistens immer. Immer drüber. Man kommt eigentlich immer drüber. Ja. Aber egal, dann ist zumindest die Hälfte schon mal weg oder so. Das ist schon billiger. Ja. Oh, ich habe mich auch jetzt über irgendeinen Gutschein gefunden. Das war nur 5 Euro. Beim Warenkorb war ich wieder unter 100 Euro. Ich habe letztens bei
bei H&M eingekauft, ein Babygeschenk. Das sollte 20 Euro kosten. Und sie, ja, dann gehen Sie doch in die App und dann kriegen Sie ein bisschen Prozente und so. Und ich, oh, kann ich nicht. Jakob, komm, gib her, ich mach. Und habe am Ende dann nur noch 8 Euro noch was bezahlt. Ja, das hast du erzählt. Du hast dich gefreut wie ein Schneekind. Ja, also, das ist überleg mal. Sie wurde 3 cm größer. Ich mach das eigentlich nie, aber da habe ich so gedacht, Mann, so viel Geld gespart. Weißt du, was ich richtig mies finde? Das war, ich höre ja gerne den Podcast hier von Kristall und Bertrand Kosa, ne? Mhm. Und da hat er nämlich auch gesagt, der war bei Douglas drin. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt sagen dürfen, diese ganzen Firmen, ne? Ja. Jedenfalls sagte er, er wollte ein Parfüm haben. Und das kostete im Online-Shop irgendwie, weiß nicht, 90 Euro war im Angebot und da kostete das 120 Euro im Laden. Ja. Wo du denkst, warum? Du willst doch die Leute eigentlich dazu kriegen, dass sie in den Laden gehen, dass sie in die Stadt gehen, sich da Nachmittage freinehmen und stöbern und gucken, vielleicht auch mehr kaufen. Warum hast du online so einen günstigen Preis? Jetzt ist Jason mit dahin gelaufen, mit Alex. Der wollte auch neues Parfüm haben, da war ja das Gleiche. Online sollte das irgendwie 87 Euro kosten und im Laden kostet, also nee, warte, nicht online, sondern im Laden sollte es 87 Euro kosten und online war das irgendwie für 40 drin. Die Hälfte? Die Hälfte. Es ist so wie ohne Scheiß. Bei C&A mit der Jeansjacke. Ich habe sie bei C&A und sage, die ist 50% reduziert online. Wir haben mit online C&A nichts zu tun, habe ich gesagt bekommen. Nee, und Alex hat dann diese, das hat Chris nämlich auch gesagt, ja. Diese magischen Worte, so nach dem Motto, ja, Online-Preis und schon kriegst du dann auch das reduziert. Und das finde ich eine Frechheit. Dass sie das nicht von vornherein genau. machen, naja. Genau, das ist eine pure Frechheit. Gerade wenn ich in einen Shop reingehe oder in einen Laden, du hast dort diese ganze Möglichkeit, du suchst doch. Und wenn dir 2 gefallen, dann nimmst du 2 mit statt einem im Online. Ich verstehe das nicht. Und das rechtfertigt, also das rechtfertigt auch nicht diese ganzen Ladenpreise wegen Mitarbeiter und Strom und so einen Scheiß. Nein. Also da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen. Entschuldigung. So, jetzt bin ich auch durch. Ich trinke heute. Nee, aber das ist ja berechtigt. Ne? Nachher gehen Leute nur noch online kaufen, weil sie vor Ort ja, den Preis nicht mehr... Sie sich genau, warum die ganzen Sachen. Ja. Und ich finde das so schön. Also das am schönsten, finde ich, kannst du immer noch in Lübeck kaufen. Nee, Lübeck ist das nicht. Lüneburg. Ja. Da sind auch so tolle kleine Gassen und tolle Läden. Da gehe ich total gerne aber einkaufen. Guck doch Stade an, was da noch drin ist. Stade. Und ich als Jugendliche war ich richtig viel in Stade und habe da rumgespielt. Ja. Und heute gehen alle irgendwie weg, lohnt sich nicht mehr. Aber wenn so eine Preise zustande kommen, ist es auch kein Wunder, dass man noch online kauft. Ja, finde ich auch. Das ist echt schade. Ja, aber trotzdem ihr dürft sind die schön. Ihr dürft die ruhig online kaufen. Ja. Aber ihr dürft ich auch in den Laden. In den Laden dürfen, genau. Und das ist alles und genau gleich teuer. Ja, genau. Wir haben nämlich ein System zusammen. Oh okay. Gott, labern wir Scheiße. Oh Gott. Aber die sind toll. Die sind richtig toll. Ich mag die auch. Und sie hat das auch wirklich sehr schön gebastelt. Ja, schön. Tolle Sachen. Die also die, ich zeig das nochmal. Das ist mein Favorit. Ja, finde ich auch. Nein, meins gar nicht. Das ist meins. Ich das hier. Genau. Das? Weil sie da sehr fein und gezielt und sehr viel mit Gedanken gespielt hat. Allein, dass sie die Zweige noch ausgeschnitten hat, embossed hat, das noch ausgeschnitten hat, das da unten ausgeschnitten hat. Das ist doch wohl nicht ausgeschnitten, das ist doch ausgestanzt. Guck dir doch das an, Schatz. Das ist doch gestanzt. Das ist doch nicht gestanzt. Oh mein Gott, das ist noch so alt. Da gibt's doch gar keinen Stanzset dazu. Wo hast du denn da? Hier, guck. Ach, du Schande. Ja, fällt dir, guck, da ist der Zweig, den hat sie aus... Hä? Sie hat oh mein Gott. Jule, es tut mir leid. Wir sind Anfänger, sind die hier. Hat die auch... Also ja, das da? Ja, und hier auch. Ja, sie macht mir ganz schön Konkurrenz, die junge Dame. Die. Ihr beide könnt mal so einen Scheren-Workshop geben. Oh, das beneide ich ja immer, wer so schnell. Das finde ich bei dir ja schon so geil. Und jetzt kann so Jule das auch noch so geil. Ne? Oh. Ich kann das auch nicht. Nee, bin ich raus. Ehrlich, das. Ja, aber das. Das hätte ich vielleicht noch hin. Das ist für mich viel, also viel schöner als das. Also die Idee ist geil mit dem Loch. Die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Kannst du auch gar nicht. Aber weißt, ihr wisst, was ich meine. Ja. Da siehst du, das sind Ideen, da steckt viel Liebe drin, das ist aufwendig. Aufwendig, ja. Ja. Oh mein Gott. Da hat sie sich ganz schön viele Gedanken gemacht, Jo. Der Schere. Jetzt lobe ich sie in den Himmel hoch. Ja, aber das kannst du auch, weil... So, komm. Also, wir haben ja noch was. So. Ein Stempel-Set haben wir noch. Und zwar Klecks-Sprüche.
Wer hat denn hier so einen Hunger? Ich, das war jetzt ich. Aber Svea hat auch schon. Ich eben auch. Svea war es eben, ja. Die unterhalten sich. Man kriegt hier nichts. Das war die Antwort darauf. Hier sind so viele Süßigkeiten. Oh, ja. Ich weiß. Aber davon kann man sicherlich... Also das ist echt... Also das ist ja... Also zu Hause schaffe ich das ja schon nicht mal, meine Ostersachen ja, vom letzten viel. Jahr zu essen. Das ist echt viel, was wow. wir kriegen. Aber vielen, vielen lieben Dank ja. dafür. Also ohne Scheiß. Aber das so meinte ich alles das doch nicht. Auch gar nicht. Nee, aber rot wärst du trotzdem. Ja, aber so meinte ich das nicht. Wie das so falsch aufgenommen? Nein, das hat keiner falsch aufgenommen. Dein Magen hat ja auch keiner gehört. Der Sieger hat schon gehört. Das einmal, so. Weißt du, einmal. Und der war so laut, dass das jeder hört. Aber es wäre bei ihr Blick, also der Mark Knopfens wäre, ich gucke rüber so. Dann machen wir ja. noch schnell die Klecksprüche. Ja, hau rein. Und dann gehen die essen, damit das hier. Was? Nee, wir müssen arbeiten. Ja. Die finde ich ja wohl auch schön. Ich mag Kleckse sowieso gerne und den finde ich ein bisschen mehr tä-tä-rä-tä. Tä-tä-tä uns gut oder tä-tä. Stempelst du einfach hintereinander ab? Uns gut. Aber den finde ich trotzdem klasse, auch wenn das schwierig ist. Den hätten wir mal abstempeln müssen. Also die hier, weil mich das echt interessieren würde, wie gut du die Schrift sehen kannst. Ich glaube mit dem Versa Fein. Also auch hier, weil da ja auch noch wieder was drin ist. Ne? Siehst ja, du das? Ja. Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben. Ja. Aber das funktioniert mit dem Versa Fein schon ganz gut, denn das war doch auch bei den Weihnachtsstempeln so. In ja. diesen Weihnachtsliedern, die ja. waren auch so. Ne? Ja. Die waren auch so. Und das war auch ganz toll. Ich liebe auch Versa Fein. Also ich ja, auch ich auch. Mehr ich finde die auch mega. Ja. Ich finde die richtig gut. Und die muss ich gleich noch einkaufen. Fällt mir ein. Okay, das war's für heute. Das ging ja jetzt doch relativ zügig, aber... Wir haben schöne Sachen. Wir haben richtig schöne Sachen und ich zeige euch auch noch mal eben... ja, weil ich die echt toll finde. So, zum Abschluss. Ich lege das mal so. Kann man sehen? Ja, ne? Hast du wunderschön gemacht. Ich sehe es auf dem Kopf, aber es ist wunderschön. Ja. Oh, toll. Toll, toll. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.